Ja, hi, wir sind hier von germanrhymes.de auf dem Splash 2010 in Ferropolis und begrüßen als Interviewgäste heute den Lunte und Frau Rether von der Crew Sichtbeton vom Label Spoken View. Die haben gerade ihren ersten Splash-Auftritt hinter sich und schildert uns doch mal ein bisschen eure Eindrücke. Wie habt ihr das erlebt, das Ganze? Müde auf jeden Fall. Ich glaube, also wir waren, glaube ich, noch ein bisschen müde und die anderen Leute auch. So ist halt Festivalkram, feiern und so, und dann sind alle müde. Und um 5, das ist ja eine Zeit. Aber es war super, dass wir spielen durften und so. Und ich glaube, die Leute, die da waren, die haben sich das angehört. Seit wann seid ihr denn hier? Macht ihr das ganze Wochenende jetzt Splash und zieht eiskalt durch? Also ihr seid ja jetzt auch, oder ist es dein erstes? Ich weiß, V-Mann letztes Jahr hat gesagt, es war sein allererstes Splash. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ich weiß nicht, ich werde heute Abend wahrscheinlich Bier trinken. So relativ viel. Wie sonst auch. Wahrscheinlich, ja. Und dann fahre ich morgen wieder nach Hause. Ja. So sieht's aus, ne? Aber es ist schon eine besondere Erfahrung, oder? Auf, ich sag mal, Deutschlands renommiertesten Hip-Hop-Festival irgendwie auftreten zu können. Ehrt einen das? Woran macht ihr das fest, dass ihr hier auftreten durftet? Ich mach das an Kathleen fest, unserer Managerin. Die wären wir nicht hier. Richtig. Und das freut uns, das ehrt uns. Und als ich die Nachricht bekommen habe, dann war ich auch total froh. Und jetzt sind wir hier und wir haben gespielt, wir haben das gemacht, was wir immer machen. Und es waren ein bisschen wenig Leute da halt, ne? Was so an Programm-Dings und so wahrscheinlich lag. Aber genau, aber ich find's cool. Aber da ist ja natürlich nicht immer nur die Managerin dran schuld, sag ich mal. Ne? Also es ist, gehört ja auch noch mehr dazu. Ihr habt ein Album rausgebracht jetzt. Wie ist die Resonanz gewesen? Wie habt ihr das erlebt? Meint ihr, die Stärke in eurem Produkt quasi liegt darin, dass ihr eigentlich diese Natürlichkeit auch transportiert, was du eben auch gesagt hast? Die Natürlichkeit zu transportieren? Ja. Oder sie einfach zu haben? Ja. Wir machen halt das, was wir machen und das... Wir erzwingen halt nicht so, also das Album, wir haben es rausgebracht, haben es verschickt und so und es gab Feedback, von anderen kam kein Feedback so. Da, wo Feedback kam, denen hat es gut gefallen und von daher, wir penetrieren jetzt nicht irgendwie so extrem Ja, wenn die uns sehen wollen, die Leute, also wir werden angeboten im Booking so und man kann ja auch immer Nein sagen, aber wir haben jetzt ein paar Auftritte und das ist gut und wir freuen uns drüber. Ja. Ja, auf jeden Fall, also das, wir haben ja jetzt so ein paar Termine gehabt, so und das war echt ganz gut, also ja, also du siehst immer ein paar Leute, die ein paar Zeilen können, so, das ist schon ganz gut. Und in Leipzig war es, da war es aber ganz lustig, da war es nämlich so, dass irgendwie so ein Betrunkener auf die Bühne kam und irgendwie kurz alles Pause war und Verräter macht den Beat aus und vorne gehen aber die ganze Zeit noch zwei Mädels die Texte einfach weiter mit. Die Situation klärt sich irgendwie und man so guckt, okay, ja, dann hole ich mir einen Satz so quasi bei den Mädels irgendwie. Und das war ein schöner Moment so. Und hier waren auch Leute da, die es gefeiert haben oder die mitgemacht so. Und vor allen Dingen, wann gibt es auch Leute, die irgendwie schon auch mitreisen so? Also hier waren ein paar Gesichter, die ich auch letzte Woche in München gesehen habe und ein paar Wochen davor in Leipzig schon. Und ja, ist ein erhebendes Gefühl auf jeden Fall. Ist nett, dass es irgendwie ankommt und Feedback gibt. So. Ja, geht mir genauso. Du hast ja auf jeden Fall sehr viel Mut heute bewiesen mit der Wahl deiner Hose. Ja, leider ist mir diese andere in München, glaube ich. Also ich habe eigentlich so eine 90er Jahre, die ist halt so Neon und so. Die ist mir dummerweise zerrissen. Deswegen habe ich mir im Taco, kennst du Taco-Markt? Ja. Diese richtig klein in dem Kaufland gibt's die, ne? Und da gab es die für 9,99 so. Und dann, ja. Das ist halt Trademark. Ja. So, manche Leute setzen sich eine Maske auf und Jens zieht sich lustige Hosen an. Und ich habe auch extra Karo mitgenommen, dass es beim Kameramann so Moiré gibt. So. Ja. Ihr habt ja das Album jetzt durch, ihr habt jetzt habt verschiedene Auftritte gehabt. Und wie ist es, seid ihr jetzt hochmotiviert schon am nächsten Werk oder wie ist erstmal der Plan bei euch oder lasst ihr das entspannt angehen? Also wir haben ein paar Songs auf Halde, die jetzt in der Zwischenzeit entstanden sind. Halde, das klingt so. Na, das ist so die wieso denn? Nein, wieso denn? Klingt Halde.
Müllhalde. Nicht Müll, nicht auf dem Müll, nein. Wir haben ein paar Tracks da und wir wollen... Neue Sachen gemacht, neue tolle Sachen. Wir haben neue gute Sachen gemacht, genau. Und die haben wir auf jeden Fall und wir machen weiter und natürlich, klar. Also ich bin mal gespannt, wenn wir weitermachen so. Wir haben ja jetzt auch eine lange Pause gehabt zwischen den Alben, ne? Ich meine 2003 und jetzt halt. Und jetzt intensiviert sich auch die Zusammenarbeit wieder mehr einfach, ja. Es gab einen Boost. Genau. Wo du gerade sagst, ihr hattet eine lange Pause. Also uns als ursprüngliches Mecklenburger Team, weil wir sind ja, haben ja ursprünglich in Mecklenburg gestartet, interessiert natürlich eure Beziehung zu Mecklenburg. Denn ihr habt ja auch mal was released mit dem Titel Mecklenburg. Wie kam das zustande? Die Frage kann ich sehr gut beantworten. Es war so, dass Lunte auf Binz gewohnt hat. Das ist ja auf Rügen. Auf Rügen. Die schönste Insel von Mecklenburg. Und da hat er Sound gemacht und und bin öfter durch Prora gelatscht dafür. Und das habe ich da halt gemacht. Ich habe da halt gewohnt für eine Zeit und genau. Aber was mir zu Mecklenburg einfällt, ist natürlich die Seenplatte. Ganz klar, ja. Die Mecklenburger Seenplatte ist das größte, wenn sie, und man startet bei Kratzeburg, nämlich beim Entsprung der Havel und kann dann so, das ist großartig. Was wollt ihr noch zum Mecklenburg wissen? Nee, aber was mich primär interessiert ist, wie kommt man darauf, dann ein Release so zu nennen? Also nur weil man da wohnt, muss man ja nicht zwangsläufig, Sido nennt ja sein Album auch nicht Berlin. Ja, ehrlich, also nee, bei mir... Wenn du irgendwo wohnst, also wir kommen ja aus Berlin und Lunte ist halt, hat halt eine Zeit dort verbracht, hat dort die Musik gemacht, kam dann wieder nach Berlin zurück und hat überlegt, was mache ich denn jetzt mit den Dingen? Und Mecklenburg klingt auch toll. Mecklenburg ist halt schön. Also ich finde Mecklenburg halt schön. So, ja. Uckermark, so da so anfangen und dann rüber. Ich finde es halt großartig. Und weil man halt aus Berlin kommt, so, ne? Klar. Also kann man das so verstehen quasi, du hast die Zeit umrissen, in dem Sinne, in dem die Songs entstanden sind. Das war ganz kompaktes Ding. Habt ihr schon einen Titel fürs nächste Album? Nach Sichtbeton und zurück? Nein. Nee, haben wir noch nicht. Aber schon wieder zurück. Keine Ahnung. Gut. Was richtig Tolles einfallen. Da bin ich auf jeden Fall mit ziemlich sicher. Ich danke euch auf jeden Fall. Drei. Für das dritte. Okay, wir sind gespannt. Ich glaube, darüber müssen wir nochmal reden. Darüber reden wir nochmal, wenn es dann soweit ist. Wir danken euch auf jeden Fall für eure Zeit und wünschen euch einen schönen Aufenthalt hier. Gleichfalls. Danke. Yeah. Peace. Wozu bin ich hergekommen und was mache ich hier? Die Mode wieder mitgenommen, alle tranken Flaschen Bier. Die einzig wahre Sonne, die scheint, wenn es donnert. Ein Reißen im Sommer und der Keil reicht fürs Pommern. Das Treibhaus gewonnen, schreib's auf den Bon. Reich mit den Gong für das Highlight im Song. Reib an der Lampe, bis sie Wunder versprüht. Ich leide unter Schande in der Früh. Diese Flügel sind mir zu kurz. Ich übe, wo sich ran zusammen, passe mich an.